Versteckspieler mit der Inquisition Teil 3, wo Teil 2 abgeblieben ist, keine Ahnung. Aber willkommen zurück zu Plague Tale Innocence, dem Spiel mit den meisten Blindfischen in der Inquisition. Wir haben uns ja in der letzten Folge hier an, Lord Helmchen at Consortes, vorbeigesneakt. Amicia, mit Hilfe von was? Diesen... Ups. Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Ach, der Hugo, das ist ja das Schlimmste. Sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Nee. Wenn die weiterhin so blind sind, dann auf gar keinen Fall. Blind und taub. So. Erstmal wieder kleine Abstecher in die Natur. In die Natur Frankreichs. Oh, wir dürfen hier erstmal wieder durch. Was haben wir denn hier? Jo. Der Strolch. Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Für ihn gerade schon, bis einer weint. Und ich rieche schon wieder Loot. Ach, komm schon. Da sieht mir doch... Ja, ich wusste es. Das sind Beulen vom Biss. Das ist echt uncool. Hier gibt es auch wieder eins von diesen Sammelgegenständen. Gut, dass wir den Rucksack beim letzten Mal aufgewertet haben. Ja, der Rucksack da an der Seite. Die kleine handliche Tasche da. Das ist unser Rucksack. Okay, und Notizen. Das sammeln wir mal auf. Aufzeichnungen. Er war Alchemist. Schauen wir uns das mal an. Geschenke. Tagebuch eines Alchemisten. Das Tagebuch eines Denkers aus dem Orient und Freundes von Laurentius, der das Wüten der Pest in entfernten Ländern beschreibt. Das große Böse trat demnach zuerst in Zentralasien auf, wo es ganze Bevölkerungsteile ausgelöscht und die Weiterentwicklung der Gesellschaft verhindert hat, bevor es Europa erreichte, um es mit demselben Schicksal zu schlagen. Stimmt das so? Ich denke, dass, auf den Coronavirus bezogen, stimmt das vielleicht? Aber so, die Pest... Es hat sich doch eher durch die, sagen wir mal, eher beklagenswerten... Hugo, wenn du nicht sofort herkommst, lasse ich dich allein zurück. Hier bin ich doch. Ich wollte nur ein bisschen spielen. Dafür haben wir keine Zeit. Verstanden? Ja. Tut mir leid. Die Leute hatten es ja damals nicht so mit Hygiene und so. Und, kann schon mal sein, dass sich da so die eine oder andere Pest bei entwickelt. Gibt es hier noch mehr Loot? Ich hoffe doch. Mal sehen. Schön durch die Bäume. Da kann noch ein paar Beeren hier mitnehmen. Sie sind hier. Natürlich. Die Schweine. Und Wachen haben wir auch. Loot. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hab Vertrauen, Bruder. Ganz genau, hab Vertrauen. In deinen viel zu eng sitzenden Helm, in dem du nichts siehst und niemanden hörst. Da stehen die Leute. Die Leute vor allem. Die Bösen. Ist auch cool, wenn du einfach nur so, ne? Stell dir mal vor, du bist jetzt einfach mal so, na gut, sind das dann Statisten? Wahrscheinlich. Na, aber stell dir mal vor, du bist einfach einer von dieser... Versteckt euch lieber, es ist gefährlich. Ich glaub nicht, dass... Lol. Der dodgt einfach mal schön hier durch den Trog. Der braucht sich vor gar nichts zu fürchten. Genau, erstmal ein bisschen Dreck essen. Genau. So, was wollte ich sagen? So, stell dir mal vor, du bist einfach so eine... völlig normale Inquisitionswache. Ne? Du gehst einfach nur deinem... Jo. Die Wache. Ich werde immer abgelenkt von Tieren. Ey. So kommst du nicht rein. So.
Nummer 3. Oder Versuch Nummer 3. Oh. Das Konglomerat der Glucken. Entschuldigung, ich bin auch gleich wieder weg. Ich lasse mich schön weiter ablenken vom eigentlichen Text. So, ganz normale Inquisitionswache. Gehst nur deiner Arbeit nach. Hast nichts verbrochen. Hast eigentlich nichts falsch gemacht, ne? Hast einfach nichts gesehen. Ne? Gerade so eine Jobanzeige irgendwie beim täglichen Marktschreier mal aufgenommen. Ne? So mit einem Ohr mal eben so, ach ja. Könnte ich mich doch mal der Inquisition anschließen. Cool. Ja, und dadurch, dass die dann eben nur die Rücksichtslosen einstellen, keine Ahnung. Du hast dich dann schon gewundert irgendwie. So, ja, ne? Je rücksichtsloser, desto besser. Und du so, yo. Das ist genau mein Job. Oh, sie sind überall. Und dann stehst du da und darfst dich erstmal langweilen für Tage, Wochen, Jahre. Noch nie so eine hübsche Wand gesehen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Na sowas. Tschüss. Was habe ich denn da gesehen? Gar nichts. Das hast du auch nicht gesehen. Okay, die sind auch wieder dumm wie Brot. Gott sei Dank. Achso, nehmen wir. Oh oh. Nein! Wo willst du hin? Komm! Nirgendwo hin! Tschüss! Kann man vor den weg. Oh oh. Kann man vor den weglaufen? Keine Ahnung. Wie sieht das aus? Lol, kann man. Gott, sind die faul! Ich raste aus. Ja, dann halt nicht. Okay. Boah, geil, du musst rücksichtslos, faul, blind und taub sein. Richtig blindes Taubsi. Dann darfst du bei der Inquisition arbeiten. Alter, da komme ich doch durch. Spiel. Wieso darf ich denn da nicht durch? Ah, gut. Dann gehe ich halt außen rum. So. Moment. Rumpel, Rumpel. Ach, come on! Lauf doch mal! Wieso? Ich darf nicht laufen. Jetzt haben die... Okay. Geht doch einfach mal wieder zurück. Nö. Sie sind über alle Berge. Okay, ja, genau. Hier gibt's doch nur den einen Weg, aber hey, wir sind schon längst über alle Berge. Ja, ist okay. Völlig in Ordnung. Denen kann ich sicherlich nicht die Rüstung wegballern. Schade. So, meine kleinen Blindfischchen, dann sneaken wir mal schön an euch vorbei. Da gibt's mit Sicherheit was zu looten, je nachdem, wo man hin möchte. Da unten durchforst die auch alles. Keine Ahnung, wo man hin soll. Da scheint noch irgendwas an Loot auf uns zu warten. Wie gesagt, ich hätte dann schon gerne alles auch mitgenommen. Ach, keine Ahnung. Ich schaue mich erstmal hier oben um. Vorfahrt achten. Rechts vor links. Wow, der läuft echt im Kreis oder wie. Geiler Job. Schön, erst mal im Kreis laufen. Das ist Runde 7820. Jede Runde wird ein bisschen dümmer. Kein Loot. Nein. Und hier komme ich auch nicht durch. Rückwärtsgang. Oh oh. Achso, ja, der läuft da jetzt erstmal schön.
Okay. Als ob der uns hier nicht sieht. Nee, tut er nicht. Sehr gut. Dankeschön. Hey. Nicht nur das. Einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Hause tot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er erwischt? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Ja, wäre vielleicht besser. Okay, ich möchte definitiv... Ah, nicht hinstellen! Was machst du denn? Okay, was mache ich denn? Ja, der ist wieder... Der ist wieder blind. Ich will den Loot. Das war schlechtes Timing. Was tue ich da? Ach, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Oh. Nein! Da war ich zu greedy. Und dumm. Und ich habe B gedrückt, warum auch immer. Wow. Nee, nochmal kurz zurück. Und ich denke, dass da unten auch noch mehr Loot wartet. Komme ich da unten nochmal hin? Keine Ahnung. Finden wir gleich raus. So. Eigentlich müsste ich... Nee, ich muss von der anderen Seite den großen Stein schmeißen. Frankreichs großen Stein. Und ich lasse dem auch nochmal seine Extra-Runde. Wenn ich die nicht sogar beide damit ablenken kann, das wäre doch hervorragend. Da kommt wieder das GeForce Experience Overlay mit rein, warum auch immer. Ja, GeForce, ich weiß doch, dass du da bist. Sind zurück. Das sehe ich mir lieber an. Sei vorsichtig. Ach, okay, wenn er das nicht... Mist. Nein, da war nichts. Na gut. Nein. Wir sind weiterhin doof, wie Brot. Ich lerne das nicht. Keine Chance. Schon wieder? Jetzt will ich's genau wissen. Sehr gut. Deine Neugier ist unser Vorteil. Gut. Schade, dass ich keine Map habe oder so. Keine Minimap. Noch immer nichts. Nochmal überlistet ihr mich nicht. Ja, doch. Und er wundert sich auch nicht, dass die Truhe einfach mal leer ist. So, ja, ist egal. Ach, die muss man einfach gern haben. Okay, ich gehe einmal hier unten noch hin, denn ich möchte definitiv diesen Loot haben. Das wird uns sehr, sehr, sehr zugutekommen. Ah, wir sneaken uns mal wieder an der Mauer entlang. Gibt es da irgendwie irgendwas, mit dem wir den ablenken können? Ach, brauchen wir doch gar nicht. Ich hab's gewusst. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gewusst, aber ich hab's gewusst. Was haben wir denn hier? So, ein bisschen Alkohol, Salpeter. Oh. Ah, das war dumm. Okay, der aber auch. Na gut. Nein, ich hab nichts gesehen. Okay. Rückwärtsgang, genau. Und den Entenmarsch zurück. Boah, das hätte einfach jeder gehört. Jeder hätte das gehört. Wie dreht er sich denn um?
Hab gehört, was in Sauveterre passiert ist. Einfach ein laufen. Sturm ist mitten in der Nacht übers... Einfach laufen. Sicher, da drüben hat sich was bewegt. Nein, hat es nicht. Der auch nicht. Okay, nein. Ah, easy. Nichts. Phew. Das ist wieder Loot. Okay, müssen wir den ablenken? Wahrscheinlich. Okay, einmal kurz schauen. Wie geht das denn nochmal? Genau, craften können wir noch nichts. Dafür fehlt uns noch einiges. Aha. Und der wird uns definitiv 30 Mal sehen, bevor wir da an dem Loot dran sind. Ja, obwohl, wenn wir da... Ja... Der ist wahrscheinlich genauso doof, wie er aussieht. Im Gleichschritt abgelenkt sein. Ja, die sind auf jeden Fall im Gleichtakt dumm. Alter, wie kann man das so... Situational Awareness ist einfach minus 10. Aber soll uns recht sein. Habe ich denn überhaupt noch die... Ja, habe ich. Sehr gut. Leider kann ich auch nur einen von diesen Tontöpfen mitnehmen. So, wir wagen es einfach mal. Oh, 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 das war dumm. Das war dumm. Was das ist dumm. Das ist das. Alter, der steht da auch richtig maximal ungünstig. Tun die alle. Ja, der geht, der kommt jetzt gucken. Aber ich will den Loot haben, Mann. Dreh dich um. Das ist mein Boden. Das muss ein richtig, richtig guter Boden sein. Nichts zu berichten. Nichts zu berichten. Ich habe nur einen guten Boden heute gesehen. Oh, oh. Und ja, ich könnte sie alle ausknipsen, aber das tun wir nicht. Wir werden die nur ganz nett und freundlich einmal ablenken. So. Allerdings muss ich mich da auch echt beeilen. Genau, einmal den Topf wieder. Treffe ich die richtige Taste? Nein, tue ich nicht. Doch. Ha. Ich lenke auch nur den damit ab. Wäre auch gut, wenn er dann... Ja gut, der geht halt echt den riesigen Weg bis dahin, ne? So. Was war das für ein Geräusch? Was zum... Hä? Komisch. Oh. Nein! Oh Gott! Easy. Bleib hier und kein Mucks. Ich warte auf dich. Ja genau, ich kann den auch einfach hier lassen. Warum? Ja, keine Ahnung. Jetzt hab ich's verkackt. Nein. Ah, Mist. Jetzt geht er da wieder hin. Ich könnte den auch... Ich könnte... Heiß. Okay, da kann ich das gegenwerfen, aber allerdings, dann sieht er mich auf jeden Fall 10-mal. Und da habe ich nichts gegenwerfen. Schade, da könnte ich was gegenwerfen, aber... Okay, ich versuche es tatsächlich einmal, wenn er sich umdreht. Gerade hat er mich gesehen. Ab in die League of Legends Salzminen. Ach, guck mal, der ist auch 20 Stunden, guckt er sich da das Salz an. Na gut. Na gut, okay, nichts gesehen.
Amicia, ich habe Angst. Alles in Ordnung, ich bin hier. Es war schrecklich, schrecklich. Also einfach nur 3 Meter weiter weg, aber gut, dass ich den jetzt schon wieder vergessen habe. Okay. Ja, kann aber passieren. So, komm mal her. Komm mal her. Wo ist er denn? Du kannst herkommen. Ja. Ach so, er ist schon wieder... Die Klette ist schon wieder dran. Alles Anwärter auf den Mitarbeiter des Monats. Was war das? Oh oh. Oh oh. Ach komm, der Helm kann eh nur 3 Meter weit gucken. So viele Dinge hätten in der Inquisition besser laufen können, wenn die Leute einfach mal einen vernünftigen Helm gehabt hätten, aber hey. Wer bin ich schon? Ach, verbarrikadiert. Shit. Sieh mal, Hugo. Du kannst sicher da durchkriechen und von innen aufmachen. Da können wir noch etwas mehr hervorragenden Lüt abgreifen. Den Lüt. Sag ich ja. Und noch ein bisschen Schwefel. Ein Messer. Hätte ich das mitgenommen? Ja, hätte ich. Salpeter. Da lang. Ich will nochmal nach rechts schauen, ob da einer steht, aber irgendwie. Ne? Wer macht das schon? Kann man von diesem Spiel eigentlich die Schwierigkeitsstufe hochdrehen? Macht das überhaupt Sinn? Ich meine, ja, dann wird es eigentlich nur noch nerviger, weil die einen ja dann deutlich schneller sehen. Ach, da könnt ihr jetzt nicht drüber, ne? Ja, natürlich. Was ist denn da? Liegt da noch irgendwas rum? Oh, oh. Oh Gott. Oh. Da steht auch noch einer. Da sehe ich doch noch irgendwas. Ach so, Steine. Okay, ja gut. Die brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Gelootet haben wir auch schon. Okay, die stehen da sehr, sehr ungünstig. Gut und günstig. Ja, gute Frage, nächste Frage. Machen wir das am besten? Keine Ahnung. Schmeißen wir den kleinen Racker mal eben über die Mauer und dann uns selbst. Da kommt man nicht durch. Hervorragend. Steine. Wieso kann ich hier nicht durchlaufen? Das ist doch Bullshit. Ich lerne es einfach nicht. Nein. Gut, dass ihr alle nur scheiße dumm seid. Hoffentlich ziehen sie uns hier bald an. Dann können wir endlich zurück zur Bastion. Hey, stimmt's eigentlich, dass der Großinquisitor da Ratten seziert? Um zu sehen, was sie im Bauch haben? Warum auch nicht? Wir können ja nicht bis in alle Ewigkeit Kalk in ihre Löcher schütten. Aber manche sagen, Kalk. Das wäre Ketzerei. Ketzerei wäre es nichts zu tun. Die Inquisition unternimmt immerhin was. Okay, der Typ ist also in der moralischen Grauzone. Ich würde nach wie vor sehr, 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 sehr gerne auf den... Mein Gott, der guckt einen auch direkt an. Wir versuchen es mal. Da komme ich nicht drauf.
Er sieht doch einen jetzt, oder was? Nein, tut er nicht. Alter. Na dann. Es war schon hart gepokert, aber es hat funktioniert. Oh oh. Der Schritt gehört. Hier gibt es doch sicherlich noch Loot. Oder eben auch nicht. Mir ehrlich gesagt auch egal gerade. Hat er nicht gesagt. Nee. Alles soweit abgegrast. Da gibt es noch einen Topf, aber es soll uns egal sein. Okay, cool. Alles richtig gemacht, hoffe ich. Vielleicht mal wieder den nächsten Sammelgegenstand übersehen, aber gut, sei es drum. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Aber hören können Sie uns noch. Komm, ich helfe dir. Ja. Zug, was ist da los? Die Rattenarmee schlägt zurück. Return of the Rats. Hä? Achso. Okay. Das schauen wir uns doch mal direkt an. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Oh. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Okay, ich habe neuen Rucksack bekommen. Sehr gut. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Was soll das heißen? Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Ist es ein Fluss oder Bach oder Schlimmeres? Ich... Nein, es ist Schlimmeres. Da hat er seine Mühle. Das ist eine Freiluftmühle. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Einmal ohne diesen Ratten müsst ihr arbeiten. Dein Ernst. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Dann los, gehen wir. Ich weiß, kann ich darüber? Ja, kann ich. Uncool. Oh nein! Wenn es nach wird, kommen sie raus! Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Oh Gott, sind die langsam! Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Wir müssen hier raus. Ah, Amicia, da oben ist Feuer.
Kletter hoch, ich helfe dir. Ja. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Ach, Mist. Okay, da kommen wir schon mal nicht weiter. Oh ja, wir hätten mal hier die Aufmerksamkeit von den bekommen, die Unfreiwillige. Da genauso. Hä? Ah. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Oh mein Gott, jetzt sehe ich... Also... Boah, jetzt nehme ich das gerade erstmal wahr, was hier... Alter, nicht deren Ernst. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh, nee. Hier sind nochmal Fackeln. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Ja. Oh ja. Doch mal wieder Zeit zum Craften, wenn ich mich nicht irre. Nee, wir können noch nichts machen. Munitionstasche. Werkzeug ist das Maß aller Dinge. Ja. Wir haben so die Schweinebarrikade errichtet. Oh oh. Da muss ich jetzt durch, oder? Oh, klar. Fackeln. Mein Fehler. Gehen wir. Ja. Geht das eventuell ein kleines bisschen schneller? Okay, oh Mann. Wie so ein Minenfeld, allerdings, wo sich die Minen auch bewegen. Okay, wo muss ich hin? Da oben. Ja, das können wir hin. Los, nochmal. Das wird super knapp. Okay, und wieder Materialien. Ein bisschen Lüt. Oh. Schieben wir. Achso, schade. Ich dachte gerade, ich dürfte das abfeuern. Komm schon. Fast geschafft. Amicia. Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Der ist so schwer. Ich nicht reden. Schieben. Okay, sehr schön. Ja, was ein Abschnitt. Holy shit. So, ich überlege gerade, ob... Ja Gott, ich krieg nochmal drei Meter. Shh, Hugo. Aber was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Reicher Laurentius Hof, das wissen die auch. Und wir haben Werkzeug gefunden, sehr schön. Brauchen wir auch. Allerdings würde ich dann hier auch wieder den Cut machen. Voll der Break erstmal. Ne? Erstmal schön auf die Bremse treten. Und ich denke, hier ist eine gute Gelegenheit, das zu tun. So, und ich hoffe, dass wir nicht noch weiter hindurch... Oh, was haben wir hier? Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist? Yeah. Ja, ja, so eine Ruine von so einer Windmühle. Na, ich weiß nicht. Achso, die ist ja, genau. Das war mal eine. Vielleicht ist da unten ein Monster.
Genau. Das finden wir dann allerdings auch in der nächsten Folge raus. So, jetzt kommt wieder der wunderbare Abmoderationspart, den ich auch in 10 Jahren nicht wirklich hinbekomme. Egal. So, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen und würde dann sagen, wir quatschen dann mit dem guten Laurentius, falls er sich hier irgendwo aufhält, dann in der nächsten Folge. Jo, und bis dahin, reingehauen, wiederschauen. Ciao, ciao und bis.